Und während ihr euch ja noch hinter den Trümmern des Effa-Tempels ja kurz umsehen könnt, vor euch liegt der große See. Linksrum, rechtsrum, durch den See hindurch. Tja, ich bin Schütze, über den See schießen. Über den See schießen. Also wird das Pferd sozusagen hier angebunden und immer springt vom Pferd runter und zieht den Elfenbogen. Grafim gibt dem Pferd die Sporen und möchte gerne so praktisch hier drum hinten an den Drachen ran. Dann gib mir Ich mal weiß eine nicht, wie lange das dauert, aber. Reitenprobe, damit das schnell gelingt. Vor allem schnell. Ja, los, los! Das sieht gut aus. Währenddessen ist Ömer abgestiegen, nimmt sich seinen Bogen. Auch du hast alle Zeit der Welt. Ziel, ziel. Du siehst, wie gesagt, einige Zwerge jetzt gerade unter den Trümmern hervorkommen. Einige sind gerade, ja, während durch den Park gerannt, sind immer noch mit ihren kurzen Stummelbeinen auf dem Weg zu Rassasur und ebenso Ema, die jetzt gemeinsam mit Ludolf von Wertling und Gräfin Svanja durch den See hier durchreitet, durchprescht mit den Pferden. Das Wasser ist teilweise etwas verdunstet, hängt als große Nebel- oder Schwefelwolke jetzt so ein bisschen über dem See, versucht aufzusteigen, wird allerdings so ein bisschen zurückgehalten von der Aschewolke, die darüber liegt. Und so reiten sie dann durch die Stiege. Ja, der nicht geweihte Pfeil fliegt vom Ömers Bogen und ja, wird wohl Rassasor vergeblich treffen. Du siehst, wie der Pfeil trifft, tief ins Fleisch einsinkt und das Amulett, das Halsband, leuchtet. Eine Mutprobe bitte, denn das ist der Anblick vom Halsband der Targunitot. Ein Teil des Frevlergewandes, Neun Punkte selbsterseelt, drunter. getragen vom Namenlosen persönlich. Du hast von diesem Halsband im Daimonikon gelesen, als du es in Yol'Gurmak studiert hast. Der Pfeil wird einfach absorbiert, dem Körper von Rassasur hinzugefügt. Und dann siehst du, wie Scheiße. Ema mit der Lanze angelegt, wohl als erstes den Drachen erreicht und tief mit der Endurium-Lanze Finsterfange das Fleisch von Rassasur eindringt. Dann habt ihr kurz das Gefühl, dass die Zeit anhält. Besiegt? Das war's? Mit aller Kraft bohrt sich Finsterfang in die Schuppen des Drachen. Die schwarze Klinge sinkt sich tief in die Brust des widerwärtigen Leibes. Irgendetwas hat sich verändert. Die allgegenwärtige, alles lebendige, dämpfende Präsenz von Rassasur flackert, wankt. Für einen Wimpernschlag könnt ihr Atem holen und spürt dann wieder euren eigenen Körper. Ihr hattet kurz das Gefühl, dass ihr über euch schwebt, hinter euch, euren eigenen Körper beobachten könnt. Und dann hört ihr in euren Gedanken ein Wort: besiegt. Besiegt. Flüchtiger Qualm sickert aus den geschlagenen Wunden. Die Schuppen verflüssigen sich und tropfen zu Boden. Dann flimmert die Luft. Das Fleisch scheint sich wieder von den Knochen zu schälen. Das Halsband leuchtet erneut. Rassasur brüllt vor Schmerz, schreit in euch, in eurem Kopf, in der Stadt, in Dere. Ihr hört nur noch diesen Schrei, diesen allesverzehrenden Schrei. Rafim, du stehst kurz hinter dem Schwanz von Rassasur, der untote Drache, der gerade sein mächtiges Haupt herumwirft, dann sinkt auch deine zweihändige Waffe, ein tief geführter Streich in dem Schuppenkleid von Rassasur. Auch die Zwerge, die jetzt gerade herangetaumelt sind, weiteres Flackern von Rassasur. Und dann verschiebt sich sein verrottender Kiefer um Emas Körper. Ihr könnt es knacken hören, Knochen, die zermahlen werden. Und ohne einen Schrei verschwindet die Reichsregentin im faulenden Schlund. Durch die Löcher im stinkenden Fleisch des Drachen könnt ihr noch den Wappenrock sehen. Ömer, du siehst, wie er verglüht. Und klirrend fällt die Endurium-Lanze herab. Bei allen Zwölfen, steh uns bei. Reicht sie! Zum nächsten Schlag an. Ja, auch du führst Schlag um Schlag, streifst Schuppen ab, siehst, wie sie kurz verglühen, wie Rassasur weiter flackert. Scheint es sie, ihn nicht zu kümmern. Die Flügel erheben sich wieder. Und ohne einen Flammenstrahl, ohne eine weitere Verhöhnung, hebt er wieder in die Luft.
Und so fliegt sie über das Feld aus Verheim hinaus auf die andere Seite des Mythraelsfelds. Scheiße! Und ich würde erstmal mit meinem Schwert in den Boden schlagen. Mieser Bastard! Wie sieht denn die Panthergarde und der Rest aus von der Emas Truppe? Sind die alle tot? Sind die... Die stehen mit offenem Mund, haben mittlerweile ihren Sprint angehalten, stehen alle um ja diese Stelle herum, wo eben gerade noch Rassasor stand, kurz davor, wie gesagt, Ema. Alle hatten immer noch ihre Waffen angelegt. Du kannst sehen, wie sie es einfach nicht begreifen. Rudolf von Wertling, wie er dort steht, in seinem Pferd. Gräfin Svanja, die entsetzt zu dir schaut. Der Hochkönig Albrax lässt gerade seine Waffe sinken. Immer, du kannst erkennen, wie aus einer der Ecken gerade der weiße Ritter mit zitternden Schritten an die Stelle herantritt und dann auf die Knie geht. Den Helm mittlerweile abgenommen. Hoheia, die dort aschfahl steht und es ebenso nicht begreifen kann. Derweil klärt sich der Blick von der Erzmager und sie schaut wieder etwas klarer zu Abelmir und zu Iserun. Ich hab's. Ich hab den wahren Namen. Den wahren Namen wovon? Die Wolke ist ein Dämon? Nein, das kann doch nicht sein. Der Tagesherrscher. Der dritte Tagesherrscher, ihr hattet recht, Iserun. Das ist sehr schlecht. Wir können mit dem Namen. Du siehst, wie aus ihren Augen, aus ihrer Nase, aus ihren Ohren Blut fließt. Ich stürze zu ihr und umfange sie. Die Wolke entschwören. Die Sphären werden zerrissen. Hier, jetzt. Das ist keine Wolke. Das ist keine Wolke. Das ist der Tagesherrscher. Ihr meint ein Dämon? Eine leibhaftige Manifestation. Wir müssen schnell die Entschwörer zusammenrufen. Aus ihrem Mund fließt weiteres Blut. Du weißt nicht genau, wo es herkommt. Es gibt eigentlich keine Wunden. Ein erfahrener Dämonologe blickt unter die Oberfläche der Dinge und fesselt den beschworenen Dämon mit bloßer Kenntnis seines Wesens an ihn. Es ist schwer möglich, das Chaos genug zu verstehen, um unter die Oberfläche zu blicken. In einer fremden Sprache. Löst euch von Vokabeln, von Grammatik, beginnt das Wesen der Sprache zu begreifen und die Denkweise derjenigen, die mit ihr aufgewachsen sind. Ihr werdet beginnen, mit größerem Selbstverständnis zuzuhören und zu sprechen. Zu sprechen. Aber heißt nicht, das Wesen des Diesseits zu erkennen und zu verstehen? Die Symbole sind variabel. Variabler als die Menschen annehmen. Es bedarf eines tiefer gehenden Gespür für Poesie unserer Wissenschaft. Die Zeichen, die Anordnung, die Glyphen, die variable Bedeutung. Rastres. Und damit erbricht sie ein Schwall von Blut. Bricht zusammen. Ich springe erstmal einen Schritt zurück. Ich versuche sie aufzufangen. Gelingt. Ja, landet alles auf deiner Robe, blutrig, rot verschmiert. Ein bisschen Mageninhalt, der da ebenso noch auf dir landet. Und sie ja, ist erstmal bewusstlos. Bei ihr Sinne. Mader verfluchtes Pack. Das tut die Knolle mit uns. Bryodan. Schweigt, wir haben wichtige Informationen bekommen. Versperrt sie. Wir müssen es wegbringen. Das werdet ihr nicht tun. Die Knolle muss weg. Ihr habt doch, was ihr hattet.
Ich glaube, der wahre Name müsste reichen, um den Dämon auszutreiben. Wenn sie es richtig gemacht hat. Ihr werdet doch nicht die Erzmagier in Zweifel stellen. Natürlich hat sie es richtig gemacht. Wollen wir es hoffen? Wollen wir es hoffen? Nun, wir sollten sie vielleicht etwas säubern, nicht wahr? So kann sie nicht vor die Truppen treten. In diesem Zustand. Wovon redet ihr? Seht ihr nicht, wie ihr tropft das Erbrochene vom Kinn? Seht ihr nicht diese Wolke? Nun ja, ist. Das trotzdem. Ist ja wohl wichtiger. Meinetwegen wischt ihr das jetzt ab, aber wir müssen sie jetzt erstmal zu den anderen Magiern bringen. Wir müssen Entschwörer zusammenrufen. Tut das. Ich werde mich demal um den Zustand der Erzmagier kümmern. Ich gucke mich mal noch um zum Trog mit Wasser um, oder so einen Topf mit Wasser, mit einem Trog, wie auch immer. Wirst du wahrscheinlich finden. Und, hey Raya, was ist denn hier passiert? Agastra, wir haben die Pferde. Um Himmels Willen. Nun, ist ein kleines Missgeschick passiert. Ein Missgeschick? Lebt sie noch? Hier ist so viel Blut. Ja. Es ist nur, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt, dann verkraftet man es manchmal nicht sehr gut. Was ist geschehen? Ja, was ist geschehen? Sie hat die Analyse beendet und den wahren Namen dieses Tagesherrschers, dieses Namens, der auf der Knolle war, herausgefunden. Und damit können wir was tun? Den Dämon entschwören. Genau. Und der Dämon in diesem Fall ist diese Wolke. Bei den Göttern. Und die Wolke ist... Und wie entschwören wir sie dann? Wir müssen an den Kessel, richtig? Exakt. Das ist anzunehmen, da von dort aus die Beschwörung anscheinend ausging. Hat sie euch den Namen gesagt? Ja. Den wahren. Sie sagt uns einen Namen. Ob es der wahre ist, wird sich zeigen. Ein wahrer Name ist etwas sehr Komplexes. Dann müssen wir erst einmal die anderen Magier aufsuchen. Ihr sollt so schnell wie möglich zu dem Kessel vorstoßen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber Rassasor ist gerade fortgeflogen. Jetzt haben wir die Gelegenheit. Richtig, wir sollten keine Zeit verlieren. Die Pferde? Wir müssen die Erzmagier aufladen. Ich habe hier derweil das Kinn und das Gesicht möglichst gut abgewischt, damit sie, nur noch an der Kleidung Restspuren ihres Erbrochenen hat. Und das scheint mir in der Kürze der Zeit angemessen. Wo sagt ihr, habt ihr die Pferde geparkt? Wir haben sie direkt hier. Immer wieder zurückgekommen und steht dort kreidebleich vor euch. Immer. Was habt ihr getan? Der Drache ist fort. Rassasor hat die Reichsregentin runtergeschluckt. Und ist mit ihr im Leib davon geflohen. Er hat sie einfach gefressen. Ihr lügt. Bei den Göttern. Immer bricht auf die Knie und Tränen laufen seine Wangen runter. Ich lasse mich nebenüber in den Dreck auf dich. Ihr lügt doch immer. Wieso lügt ihr jetzt nicht? Ihr müsst lügen. Das stimmt doch gar nicht. Sie hat Finsterfang geführt. Die Lanze hat getroffen. Aber es war nicht genug. Der Verfluchte. Der Drache. Wo ist Raya? Die weiße Ritterin ist auch auf dem Feld. Im Park. Wo die drei Tempel standen. Die sind alle zerstört. Wir müssen zu ihr und dann. Wir müssen die Torwaller finden. Wir müssen es beenden. Scheiß auf die Torwaller. Sie können uns dahin bringen. Lassen wir das Opfer nicht von Ema nicht umsonst sein. Rache! Rache! Rache für Ema! Rache für Ema! Kappel mich dann wieder auf. Agastra, sammelt die Magier zusammen.
Wir organisieren die Reiterei aus dem Wald und dann brechen wir durch. Ich tätschle mal die Wange von der Erzmager, probiere sie wach zu bekommen. Wacht auf! Ich fühle ihren Puls. Schlägt noch schwach. Ich könnte sie heilen. Nur ich fürchte, sie ist schwach. Und ich weiß nicht, ob eine Magerschaltung Heilung hier hilft. Sie hat offensichtlich sehr viel Blut verloren. Wo ist Rafim? Ja, immer, wo ist Rafim? Er ist im Park. Er ist noch im Park. Er hat auch den Drachen geschlagen, aber ihm geht's gut, glaube ich. Verdammt, er ist der Einzige, der die Mager tragen könnte. Oh, schwer ist die nicht. Gib sie her! Oh, die packt links und auf den Sattel. Oh, ei. Oh, mein Gott, sie ist schwerer als ich dachte. Ich würde mich dann in der Zeit mal auf diese ganze Entourage von dem mittelreichischen, geweihten Pantagardisten, dem Weißen Ritter, zu bewegen. Wie nah komme ich an die ran, ohne dass die Pantagardisten mich aufhalten wollen? Die halten dich nicht auf. Die sind immer noch komplett unter Schock. Einige haben sogar ihre Waffen fallen gelassen. Sie haben es einfach immer noch nicht begriffen. Und der, von Rohaya, also Rohaya stand einfach hinter ihnen, ist jetzt gerade aus einem Gebäudekomplex wohl gekommen, hat er jetzt, während sie dann langsam torkelnd auf diese Wiese zulief, verbrannt, immer noch mit einiger Spuren von diesem klebrigen Kot, den Rassasso auch zurückgelassen hat, hat irgendwann dann ihren Helm abgezogen, die anderen haben sich auch noch gar nicht umgedreht. Niemand hat jetzt irgendwie begriffen, dass Rohaya auf dieser Wiese steht und unter dem Helm des Weißen Ritters war, dass der Weiße Ritter wohl die ganze Zeit Rohaya war, auch beim Turnier schon. Niemand hat irgendwas begriffen. Würde man auf Rohaya zugehen? Sie steht vermutlich da, wo ihre Mutter gefressen wurde. Nee, so weit hat sie es gar nicht geschafft. Sie ist dann zusammengebrochen, ebenso auf die Knie gesackt, hat jetzt ihre Plattenpanzerhandschuhe vor ihr Gesicht geschlagen und du kannst sie einfach nur weinen hören. Ich nehme auf dem Weg zu ihr die Lanze auf, lege sie dann vor ihr nieder und sage... Ist auch gesplittert, also du kannst da mehrere Splitter sehen. Die Endurium-Speerspitze ist natürlich noch komplett, aber der Stiel ist einfach geborsten. Dann bringe ich ihr nur die Spitze, lege die vor sie nieder. Sie mag nicht mein Herrscher gewesen sein, nicht meine Kaiserin, nicht meine Reichsregentin, aber sie war eine mutige Frau. Kor mag auf sie herablächeln und wir, die hier noch sind, müssen ihren Traum zu Ende führen. Der elende Drache muss fallen. Er muss bezahlen. So wie sie alle. Diese Horde da draußen. Sie wird bezahlen. Sie alle werden das. Wir werden Kors Hammer schwingen und ihnen beibringen, was es heißt, wenn man uns reizt. Heute ist nicht der Tag der Trauer. Nein, heute ist der Tag, einen Helden zu feiern. Die Reichsherrscherin. Sie ist mutig gefallen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, auf einen Drachen zugeritten. Kor ist stolz. Hier und heute. Trauer wird kommen. Die Zeit der Trauer wird kommen, aber sie ist nicht jetzt. Jetzt ist die Zeit des Kampfes. Die Zeit von Kor. Erhebt euch, Männer und Frauen. Das Mittelreich braucht euch. Jetzt müsst ihr kämpfen. Ihr seid doch nicht die Besten. Für umsonst. Ihr seid die Besten, weil ihr die Besten seid. Und die Besten kämpfen auch weiter, auch wenn der Anführer fällt. Die Truppen dürfen das nicht erfahren. Sie müssen die Linie halten. Verdammt nochmal, sie muss halten! Und dann würde ich mich auf mein Pferd schwingen, gar keine Antwort abwarten und wieder in Richtung Linie marschieren. Du kannst noch ein leises Mama hören. Als sie dann die Hände wegnimmt, steigst du gerade auf das Pferd auf. Sie blickt nochmal an die Stelle, wo ja die gesplitterten Lanzenteile liegen. Das andere hat sie gerade in die Hände genommen, hält sie immer noch, guck dich an, die Lanzenteile. Mama. Türko. Und dann würde ich mich auf mein Pferd schwingen und losreiten. Kann man ihn durch irgendwie ein Tor oder so vorbeireiten sehen? Ja, vielleicht kommen wir gerade hier raus in dem Moment. Ich wollte gerade sagen, ihr wolltet ja auch raus. Ja, ich wollte auch schon sagen, ich will dem entgegenreiten, aber... Ja, wem? Hier! Der miese Hurensohn hat sie umgebracht! Er wird bezahlen. Rache für immer.
Rache! Für immer. Er ist auf der anderen Seite des Feldes. Wir wissen, wie man die Wolke los wird. Wir warten, bis die Erzmager wieder wach ist. Dann schnappen wir uns die Reiterei und brechen durch. Gut. Gut. Und töten wir einen Drachen. Mindestens zwei. Und wenn er das sagt, ich drehe mich um, ist der andere Drache noch da hinten? Du hörst weitere Feuersträhle, weiteres, Gebäudeteile schmelzen, Rufe, Schreie. Irgendjemand ist da oben noch. Spielt. Sollten wir uns nicht um den auch kümmern? Später. Hinterher. Erstmal bringen wir seinen Bastard von Anführer um. Gucken, wie ihnen das gefällt. Wo bleiben die Magier? Ich glaube, Isarun ist losgerannt. Gut. Haben wir eure Sachen? Werft eure Waffen noch einmal. Sattelt auf. Sie müssen jeden Moment hier sein. Fim fängt jetzt an, das Waffenbalsam aufzutragen. Wir brauchen jetzt hier einen Vorteil, den wir kriegen können. Ei, das brauchen wir. Nimmst du die Marke auf dein Ross mit, oder? Vermutlich, ja. Ja, geben, dass er nicht hinabfällt. Und ihr könnt nichts tun, ja? Nun, ich fürchte nicht. Die wird wohl allein aufwachen. Ich fühle mal nochmal ihren Puls. Wird er stärker? Gleichbleibend. Hattest du da geheilt? Ich habe noch gar nichts gemacht. Ja, also sie ist schwach. Hat Blut verloren. Das ist genau das, was sagte. Also wird sicherlich irgendwann zu sich kommen. Blutverlust, heil sie. Könnte ich es beschleunigen mit einem Balsam? Bestimmt. Also mit einem Balsam wirst du wieder die Lebenskraft, die das Feuer in sie zurückbringen können. Dann würde ich einen Balsam für 9 ASP wirken. Ich lasse mir Zeit. Wollt ihr gerade Zaubernabel nehmen? Ja. Dann lasst mich das doch machen. Ich bin mal krank im Rucksack, ich habe noch einen Heiltrank. Ah. Und reichen dir rüber. Gut. Das ist ein ganz normaler C-Haltrank, einer, den wir bekommen haben. Dann würde ich den Jalan auf dem Pferd reichen, weil sie sitzt ja vor ihm wahrscheinlich auf dem Pferd. Hier, flößt sie das ein. Ich werde sie wohl festhalten müssen, damit sie nicht runterfällt. Ja, ich entkorke das Ding mit dem Mund und flößt sie den ganz langsam ein. Passen wir auf, dass sie nicht verschluckt. Kommt schon. Wie lange braucht das Ding denn zum Wirken? Sie hustet und spuckt und kommt dann langsam wieder zu Bewusstsein. Müsste da nicht sofort klappen beim Heiltrank. Alter. Ja, Exzellenz. Danke. Ich kenne den Namen. Damit könnt ihr ihn entschwören, ja? Ich hoffe. Gut. Wir bringen euch zu diesem verfluchten Kessel. Wir brauchen ein Keil des Lichts. Den Keil des Lichts. Was ist das? Eine Formation. Wir müssen durchbrechen. Lass das mal eine Sorge sein. Die Greifenfutter stehen schon bereit. Trommelt alle Magier, alle Geweihten, Bandstrahler, Golgariten zusammen. Rondrianer. Alles, was wir haben. Und dann reiten wir mit einem gewaltigen Keil durch die schwarze Front. Ihr habt sie gehört. Karinor, sammelt ihr die Gewalten ein. Rafim, Ömer, schaut mal, was sich vorne noch in Reiterei auftreiben lässt. Abelmir? Ja? Nehmt Isarun hier in Empfang, wenn sie mit den Magiern wiederkommt. Wir treffen uns vor dem Haupttor. Gut. Ich werde gehen und die Reiterei fertig machen. Vielleicht sollte ich diesen Raffirien zurückholen. Ein Bandstrahler ist sicherlich hilfreich. Gib mir eine Minute. Rafim dreht sein Pferd um. Und ich würde nochmal in den Park rein und gucken, ob die Panthergardisten da noch sind. Ja, ich möchte auch in den Park und gucken, was ich an Geweihten noch zusammentrommeln, was ich retten kann. Ich bin mir sicher, der Hochmeister hat Besseres zu tun. Ja! Und galoppiere ich aus der Stadt. Die Panthergardisten noch vor Ort oder sind die schon abgerückt?
Die haben mittlerweile verstanden, dass Rohaya vor Ort ist, haben sich umgedreht und stehen in einem Halbkreis um sie. Warten jetzt auf Befehle. Warten auf irgendwas. Warten darauf, dass das Reich geführt wird. Ich reite mal an die heran, aber halt immer so 3 Meter Abstand. Also was halte ich für den sie normalen Sicherheitsabstand von so einer Einheit? 3-4 Meter? Also normalerweise würdest du nicht auf 10 Schritt an sie herankommen. Sie stehen, wie gesagt, in einem Halbkreis um sie, würden ihr zuhören, wenn sie denn irgendwas sagt, aber sie steht einfach nur da und sagt nichts. Ich trete mal so auf die zu, dass die mich sehen. Also ich möchte von denen aktiv gesehen werden. Sie sehen dich. Sie machen auch nichts. Wir führen ein Keil des Lichts durch die feindlichen Reihen. Wer sich anschließen möchte, ihr mal retten. Naja, retten ist zu spät, aber vielleicht können wir noch ihren Körper aus dem verdammten Drachen rausschneiden. Der möge sich anschließen. Wir holen sie uns zurück. Und wir werden sie bei Boran verdammt nochmal begraben, wenn das Letzte ist, was ich tue. Ich folge euch. Kiras, das ist jetzt nicht der Moment für harte Worte, aber ein Reich braucht einen Anführer. Und ich glaube, dieser Angriff, wenn 5% von uns da rauskommen, ist das gut gelaufen. Bringt ihr das bei? Schonend. Das werde ich. Ihr könnt gute Reden halten, Rafim. Los, Panther-Agilisten, folgt mir. Wir holen ihn uns, den Hurensohn. Für immer. Ja, und ich würde alles Kampffähige zusammentrommeln. Auf Pferde organisieren, wie auch immer. Ich trete auf Rohaya zu. Ja. Meister Kiaras. Euer Majestät. Was kann ich bitte für euch tun? Bitte lasst mich zuallererst mein Beileid aussprechen. Und als zweites, wir werden das nicht ungeschehen lassen. Wir werden reiten. Wir werden uns rächen. Wir werden den Willen der Zwölfe durchführen. Ihr seid nicht alleine. Blickt euch um. Blickt in die Zukunft. Dies ist das Abenteuer, das ihr gesucht habt. Jetzt hat es euch gefunden. Möge Raya euch beistehen, eure Gedanken stillen, euch Frieden schenken und den Weitblick, den wir jetzt alle brauchen. Ich möchte einen Harmoniesegen auf sie wirken damit. Sehr gerne. Und während du die Liturgie sprichst und Rayas Harmonie in ihr hervorrufst, kannst du sehen, wie Daimora sich wieder erhebt und Burkamalet nur noch als geschmolzene Schlacke zerläuft. Daimora ist fertig mit seinem Werk, ebenso wie Rassasor.